In seinem Beruf hat Jimmy täglich mit Chemikalien zu tun. Ich hasse meinen Job. In seiner Freizeit nutzt er sie, um dem Alltag zu entkommen. Jimmy berauscht sich am liebsten mit Lachgas. Doch im Gegensatz zum herkömmlichen Raver und Gelegenheitskonsumenten dopt Jimmy mit quasi wissenschaftlichem Elan. Nitrous Oxide. Die Stickstoffmonoxid, auch bekannt als Lachgas, besteht aus Stickstoff und Sauerstoff und ist ein farbloses Gas. Die Moleküle docken an den Proteinrezeptoren an und unterbrechen so die Reizleitung. Nach einiger Zeit verliert man das Bewusstsein. Manche Leute nutzen es, um dem Alltag zu entfliehen. Lachgas versetzt den Konsumenten in Euphorie, allerdings nur sehr kurz. Ich hab's! Schon wieder weg. Jimmy will den schönen Rauschzustand unbedingt verlängern. Zunächst versucht er es mit einer Handpuppe. Als das misslingt, greift er zur Elektropumpe. Schließlich geht er aufs Ganze. Er schließt den Lachgasschlauch an seinen Schutzanzug an und geht hoch wie ein Ballon. Es funktioniert. Jimmy hebt ab. Wenn man Lachgas in zunehmender Dosis inhaliert, wird die neuronale Aktivität derart gehemmt, dass unter Umständen die Körperfunktionen aussetzen. Der Aufprall ist umso härter. Das Lachgas hat den Sauerstoff im Anzug verbraucht, die Hirnzellen bekommen keinen Nachschub und Jimmy wird schwarz vor Augen. Für immer. Dieser Lacher war leider Jimmys letzter.